So, ich bin sofort da. Achtung, hier bin ich. Hallihallo. Samstagabend haben wir. Ich mache mal kurz die Musik ganz aus. So. Samstagabend, 18 Uhr. Und heute gibt es ein neues Spiel bei mir. Ja, nachdem ich letzte Woche DuckTales Remastered mehr oder weniger erfolgreich beendet habe. Ich sag mal ein bisschen weniger, weil wir haben es ja nur fleisch gespielt. Gibt es heute mal ein Story-Game an einem Samstag, weil ich irgendwie nicht so wirklich Ahnung hatte, was ich spiele. Heute gibt's Heavy Rain. Ich habe es schon auf der PlayStation 4 gespielt. Das ist allerdings, boah, lass mich nicht lügen, vielleicht schon 4 Jahre her. Ich habe es in Pack gekauft. Also ich habe es als CD mit Beyond Two Souls und Heavy Rain. Ich warte schon lange, dass es auf Steam rauskommt. Und diese Woche ist Heavy Rain auf Steam rausgekommen. Beyond Two Souls und Detroit Become Human. Also Quantic Dreams, so heißen sie, glaube ich, ne? Hat auch ein Pack auf Steam gehauen. Ich weiß, auf Epic gibt es schon ein bisschen länger. Aber ich wollte warten, bis es auf Steam rauskommt. So. Jetzt grüße ich euch erstmal. Ich glaube, Jansoft ist schon da. Genau, Jansoft war der Erste. Und Bomba ist auch am Start. Hallihallo, ich grüße euch, ich grüße euch. Ja, ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig mit meinen Sounds. Tut mir leid, Bomba. Tut mir wirklich leid. Ich habe gerade auch ein bisschen einen kleinen Beat eingebaut, den ich ein bisschen selber gebastelt habe, damit ein bisschen Anfangsmusik ist. Ich werde mir mal ein bisschen GEMA-freie Musik besorgen. Mal ein bisschen Musik zwischendurch haben. Und hallo Patrick, dich grüße ich natürlich auch. Ja. Ich quatsch gar nicht so lange. Ich überlege gerade. Es ist ein PlayStation-Spiel, ne? Spielen wir es mit Controller oder spielen wir es mit Tastatur und Maus? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Gucken wir mal. Ich glaube, ich möchte es erstmal mit Tastatur und Maus probieren. Soll ich hier Errungenschaften, ja? Boah. Über 50 Errungenschaften gibt es bei dem Spiel. Oh. Ganz vielen, vielen Dank für dein Resub. Und was habe ich bekommen? Danke dafür, Jansoft. Vielen Dank. Und die Mini spielt Dagger Ring. Genau, ich habe es gerade schon erzählt. Ich habe zwar schon beides gespielt, Heavy Rain und Beyond Two Souls. Ich habe es auch schon, wie gesagt, länger vorgehabt zu streamen, aber es kam auf Steam noch nicht raus. Und diese Woche kam es endlich auf Steam raus. Habe es sofort auf die Wunschliste gepackt. Dann gestern noch gekauft, gestern Nacht noch runtergeladen. Also 30 Gigabyte, ne? Dauert ja. Das heißt, gestern Mittag musste ich eigentlich auch schon anfangen. Habe ich auch schon. Aber ja, gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Pünktlich zum Stream sind meine Pizza Piccolinis fertig geworden. Perfektes Timing. Und Kreuzmädchen natürlich. Die grüße ich auch, ne? Gar nicht Hallo gesagt. Ja. Überleg gerade. Also, Inside aus nur einkaufen. Ich weiß nicht, ob ich mir gleich den Grill nochmal anschmeiße oder ob ich mir gleich auch mal eine Pizza bestelle. Audiosprache, Deutsch, ne? Oder Italienisch, Spanisch, Niederländisch. Nein, wir bleiben bei Deutsch. Untertitel würde ich sagen. Machen wir auch mal an. Wenn die nachher stören, nehme ich sie raus. Genau, Quantic Dream. Habe ich doch richtig gesagt, ne? Genau. Alles drei ist nämlich rausgekommen. Alles drei. Und danke, Coinspacey, für dein Host und Hallihallo Maibär. Dich grüße ich natürlich auch. So, ja, ich sehe die Z Figur zwar gerade eben noch, aber ich weiß, im Stream ist immer alles ein bisschen dunkler. Da brauche ich mal ein bisschen Helligkeit raus. So, Schwierigkeit. Ich spiele sehr oft Videospiele. Oder warte mal, sollte mal so rumgehen. Spiele ab und zu Videospiele. Recht häufig. Sehr oft. Also haben wir scheinbar drei Schwierigkeitsgrade. Ich habe keine Ahnung, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich das damals gespielt habe. Ja, ab und zu. Wir machen mal Mittel, oder? Recht häufig. Sehr oft. Ich mache erstmal Mittel. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch umschalten kann wieder. Wir nehmen die goldene Mitte. Oh, ist laut, oder? Ist es für euch laut? Ah, geht noch. Quantic Dream. Ladevorgang. Also im Moment kosten die Spiele, also ich kann die echt empfehlen, Beyond the Soul, Heavy Rain und Detroit Become Human. Beyond the Soul und Heavy Rain kosten, glaube ich, im Moment 17 Euro. Detroit Become Human ist natürlich ein bisschen neuer, ich meine 35 Euro. Als Bundle, glaube ich, für 60. Bin mir ja gerade nicht so sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber wartet doch nochmal ab. Steam Summer Sale beginnt Ende diesen Monats. Wer da nochmal zuschlagen möchte. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr allzu viel von dem Spiel. Das finde ich gut. Ich weiß, wir spielen verschiedene Charaktere.
glaube, um vermisstes Mädchen zu finden. Ob wir das finden, wer das eingesperrt hat, das weiß ich allerdings wirklich nicht mehr. Und der Coinspace schmeißt die Moin Moins zu Maybell. So, zum Interagieren führen Sie die angezeigte Bewegung mit der linken Maustaste aus. Ist das zu laut für euch? Ich glaube, das geht noch. Versuchen Sie es langsam, um zu sehen, wie die Animationsgeschwindigkeit kontrollieren. Grafisch schon eine Wucht, ne? Drücken Sie WSAD. Ja gut. Wir laufen mal ein bisschen im Kreis. Lalalalalala. Macht ihr das morgens auch immer, wenn ihr aufsteht? Erstmal so ein bisschen, um fit zu werden, im Kreis zu laufen. Auch geil, ne? Wir haben im Schlafzimmer zwar auch ein Fenster, also eine Tür zum Balkon, aber die können wir leider nicht öffnen, weil der Insider da sowas vorgebaut hat. Finde ich nicht so geil, aber... Weil morgens auf dem Balkon ist erstmal schön chillig, ne? Oh Gott, Patrick hat schon ganz viele Emojis. Wo hast du die denn alle her, Patrick? Wie viele Subs hast du denn rausgenommen? WSAD zum Bewegen. Ja, ich glaube, wir haben uns genug hier umgeguckt, ne? Hallo, ich kann übrigens nicht rennen mit Shift. Muss auf jeden Fall ein warmer Frühlingstag sein, wenn er da in Boxershorts rausgeht. Aber ich meine, der Typ kann sich auch blicken lassen, oder? Ja, lassen wir auf. Erstmal ein bisschen frische Luft reinkommen. Wenn wir uns anziehen, eigentlich erstmal duschen, oder? Und ich gehe ja immer abends duschen. Ich bin ja keine Morgensduscherin, habe ich ja schon ein paar Mal gedacht. Okay, er will sich auch gerade gar nicht anziehen. Das ist aber, der Text ist richtig geil, der ist so fett, der ist perfekt für mich zum Vorlesen ohne Kontaktlinsen. Indem Sie linke Maustaste gedrückt halten, können Sie jederzeit die Gedanken des Charakters anhören. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Okay, er will zum Beispiel erst duschen. Habe ich mir ja schon gedacht. Oh, Bomber hat noch mehr Emojis, ihr seid ja verrückt. Naja, der wohnt im Wald. Ja, ja. Er hat auf jeden Fall ein paar Bäume da. Ob er jetzt direkt im Wald wohnt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Nachricht. Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Einmal ein Brief von unserer Frau. Jason wird dann wohl unser Sohn sein, denke ich mal. Vögelchen, zwitscher, zwitscher, zwitscher. Wollen wir denen nicht erstmal was zu essen und zu trinken geben? Guck mal, da hat gar kein Futternapf und Trinknapf an dem Käfig. Okay, duschen. Er möchte duschen. Machen wir dann zuerst Zähneputzen. Mache ich tatsächlich immer auch als erstes morgens. Oder wasche ich mir zuerst? Bin mir gerade gar nicht sicher. Oh, Attacke! Ich habe allerdings eine elektrische Zahnbürste. Ich will mal ein bisschen mehr Emojis. Ja, ein bisschen ist leicht übertrieben. Hast du schon alle? Ich glaube, du hast tatsächlich schon alle, ne? Das waren aber keine 3 Minuten Zähneputzen. Das geht so nicht. Für sich anguckt, ne? So, so. Ach, so 3 Tage Bart, der geht noch. Wenn diese Art von Symbol entscheidet, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und führen Sie die Bewegung langsam mit der Maus aus. Langsam. Machen wir mal langsam. Aua! Hab mich geschnitten.
Also das war langsam, Freundchen. Bin nicht so geübt im Rasieren. Tut mir leid, Leute. Ich rasiere mir nicht so oft das Gesicht. Eigentlich nie. So, was ist mit Brustrasieren hier? Geht auch mal eine Runde. Wie viele Haare hast du auch schon wieder bekommen? So, drehen Sie Ihren Kopf, um die möglichen Aktionen zu sehen. Schauen Sie sich mit der Maus die Dusche an. Oh oh, der ist nackig. Aber ich denke mal, da bekommen wir nicht viel zu sehen. Okay, wir bekommen seinen Popo zu sehen. Das ist ja auch schon mal was. Jetzt bekommt man ja meist nur Frauenpopos zu sehen. Jetzt alle Männer erstmal wegschalten, klick. Nein, da kommen auch noch Frauen. Sei froh, dass du das nicht rasieren musst. Im Gesicht nervt nur. Untenrum den Posi an. Ja, auch mal schön. Ich hätte auch keinen Bock, jeden Tag mir den Bart zu rasieren. Was? Halten Sie beide Maustasten gedrückt und bewegen Sie die Maus schnell? Ja, habe ich gemacht. Ich mache das. Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch besser ist, das mit dem Controller zu spielen. Ich habe Angst, dass ich nachher die Entscheidung verkacke. Zumindest ein frisches Höschen angezogen, das lobe ich mir ja mal. Nicht die alte Unterhose vom letzten Tag. So, drücken Sie um Kamerawinkel, so können Sie Ihre Umgebung erkunden. Links, ne? Achso, einmal klicken reicht. Da fährt die ganze Zeit ein Auto hin und her. So, wir kommen aus dem Schlafzimmer. Sollen wir uns jetzt anziehen oder sollen wir noch ein bisschen nackt durch die Wohnung flitzen? Hier scheinbar... Ach. Das ist mit dem Resident Evil, glaube ich, auch immer so ein Problem. Das ist scheinbar das Zimmer von unserem Sohn. Erstmal eine Runde jonglieren. So, für die Aktion, die Timing und Präzision erfordern, drücken Sie angezeigte Taste, sobald sie erscheint. Ach Gottchen. Ah, D, das kann ich nicht! Soll ich es mit dem Controller spielen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein! Gibt mit Sicherheit eine Errungenschaft. Muss ich nochmal machen. Sorry. A. B. S. B. Nochmal. A. B. S. Keine Errungenschaft. Ich muss ja zweimal machen. A. Sorry, ich muss das immer probieren. D. S. B. Vielleicht jetzt mal beim ersten Mal richtig machen müssen. Genug jongliert, ne? Wir wollen ja nicht den ganzen Tag hier jonglieren. Aber ich muss sagen, wir haben scheinbar zwei Kinder, sehe ich gerade. Oben und unten ist ein Bett. Unsere Kinder haben das Zimmer sehr ordentlich aufgeräumt. Haben aber gerade nicht so viel Spielsachen. Fernseher haben sie auch noch nicht. Da scheinen sie ein bisschen kleiner zu sein. Wir haben sowieso nicht viel Spielzeug. Guckt euch das mal an, das ganze Regal ist noch leer. So. Wir mal gucken, was noch da rechts an der Tür ist. Pipi machen. Pipi machen müssen wir auch noch. Hinsetzen, Freundchen. Hinsetzen. Die pickelt einfach im Stehen hier. Ich habe dunkle Haare. Lass man als zwei bis drei Tage stehen lassen. Damit der Bart nicht jeden Tag rasiert muss, gibt es einen einfachen Trick. Man lässt sich den Bart stehen. Also ich mag fette, flauschige Bärte, mag ich nicht. So 3 Tage Bart oder so ein bisschen Bart finde ich in Ordnung. Muss man den Bart frisieren. Bei mir wächst zu unordentlich. Alle 2 Wochen mal küssen. Wie gesagt, so ein bisschen Bart finde ich in Ordnung. Also auch ein bisschen mehr als 3 Tage Bart geht auch noch. Ich sollte mich anziehen, bevor ich runtergehe. Nein, ich will nackt rumlaufen. Macht doch viel mehr Spaß.
Also dicke Flauschbären, die sind ja dann nicht flauschig, ne? Muss man dann auch dazu sagen. Pieksen dann ja meist. Sorry, dass ich so furchtbar. Warte mal, ich guck mal, ob mit Controller besser geht. Ich weiß, ich laufe ganz furchtbar. Ist ein Controller-Spiel. Ne? Auf Controller kann ich halt. Ich kann die Xbox-Tasten nicht auswendig. Ich habe halt Angst, wenn ich schnell drücken muss, dass ich es verkackt. Also kann ich mich aber auch bequemer hinsetzen. Sehen uns mal an jetzt. Und wir merken A, B, X, Y, A, B, X, Y, A, B, X, Y. Merke ich mir eh nicht. PlayStation kann ich blind. X, Kreis, Viereck, Dreieck. Hier, Super Nintendo könnte ich auch blind. Aber nicht X. Wenn ich mich mehr als einmal die Woche nicht rasiere, habe ich einen Vollbart. Ja gut, aber einmal die Woche ist doch erträglich, oder? Weiß der Insider, der rasiert sich, glaube ich, fast jeden. Jeden Morgen, bevor der zur Arbeit. Obwohl das vielleicht nicht so aussieht, weil der hat ja. Aber der hat ja nicht einen langen Bart, also. Ganz früher hatte der dann auch mal ganz weg. Fand ich auch sehr schön, aber ich glaube, dem gefällt das nicht. Ich muss sagen, ich habe aber, glaube ich. Ich überlege gerade, habe ich irgendeinen Mann in meinem Freundeskreis, der keinen Bart, zumindest ein bisschen trägt? Ne, alle haben entweder hier so ein Bart, dann hier an der Seite oder halt so ein 3-Tage-Bart. Aber ich kenne keinen, der gar keinen Bart hat. Also, die Gedanken des Charakters ändern sich mit der Situation. Überprüfen Sie sie regelmäßig. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Taste das ist. Ach, die ist das. Arbeitgarten. Ja, wir denken erstmal. Ich weiß nicht. Heute ist Geburtstag von unserem Sohn. Was wäre da draußen? Ich könnte eine Auszeit im Garten. Wenn sie jedes Mal im Gesicht. Ja, wenn eine Auszeit im Garten. Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen. Ich könnte noch arbeiten. Wie wäre es mit Musik? Ja. Ich hoffe, Grace hat ein Geschenk für Jason bekommen. Muss ich jetzt alles immer durchgehen? Haben wir Durst? Ich habe Durst. Es müsste Orangensaft im Kühlschrank sein. Er überfordert mich gerade. Er will in den Garten gehen. Ich mache erstmal ein paar Sachen, die er gerade gesagt hat. Also ich weiß gar nicht, was machen wir denn zuerst? Erstmal was trinken, bevor wir rausgehen, oder? Ich denke mal, die Küche ist hier. Dein Auto fährt auch noch die ganze Zeit im Kreis, oder? Was muss ich denn jetzt machen? Also ich drücke den Pfeil nach oben, ne? Denk mal, da kann ich nichts machen. Ich dachte, was du hast. Da steht doch ein Saft. Wir müssen mal zum Kühlschrank und trinken wir mal ein bisschen. Und guck mal, Geburtstagskuchen hat er auch. Ich muss guck mal kurz, was da drin ist, bevor ich das sehe. Sein Geburtstagskuchen, da drunter ist noch einer. Orange Juice. Gleich da Stick schütteln. Garten. Ja, Garten machen wir danach. Wie kommt mir das Spiel bekannt vor? Hattest du das nicht mal? Nee. Glaube ich nicht. Ich hab's ja nur auf dem PlayStation. Das hast du wahrscheinlich. Also der einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass der das mal gestreamt hätte, wäre Nissi. Weil zum Danny passt das die Spielart, glaube ich, nicht. Nissi wird's passen, aber ich hab's auch noch nie bei Nissi gesehen. Weiß ich nicht. Hast du vielleicht bei Nissi. Mal langsam. Guckt. Habe ich jetzt ganz vorsichtig gemacht. Zwar bei einem anderen Stream. Ja, wie gesagt, bei Nessie könnte ich mir maximal vorstellen. Beim anderen wüsste ich jetzt nicht. Stört mich, dass ich das hier nicht triggern kann. Ich mache das auch mal ganz langsam. PlayStation-Steuerung, da fluche ich jedes Mal drüber, ne?
denke mal, das heißt einfach nur rausgucken, oder? Du kannst nicht beeinflussen, egal ob ich es langsam oder schnell mache. Ach, war das auf Zeit? Ich wollte noch so viel machen. Hey, nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Ah, heute ist der große Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? 10 Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber... 10 Jahre? Das Kinderzimmer sah aus, als ob die 6, 7 sind. Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ethan, kannst fester, du fester ging nicht. Ich komme. Was? Drücken Sie X und halten Sie die Anzeigetaste, bis alles... finden. A. Muss ich loslassen? Vielleicht sind da Flaschen drin oder so. Aus Glas. Da ist mal ein Gentleman. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum bändigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe noch 1000 Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Mach ich. Kein Problem, ich mach das schon. Wohnzimmerschrank. Bist du im Wohnzimmerschrank? Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Mach ich. Ruck. Ruck. Das sind aber keine Dessertschüsseln, oder? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Wieso wird das dann rot manchmal? Hey, Ethan, du hast gesagt, du passt auf. Ich bin doch vorsichtig. Pass besser auf. Ich geh gleich auf leicht, ey. Man dann alles so gefühlvoll machen muss. Es ist... Ihr habt's langsam gemacht. Ich weiß, ich weiß. Ich passe auf. Kein Megaman mehr. Chuck die Pflanze, bist du jetzt so. Nee, sollten wir. Ich mach ganz langsam. So, hab ich gemacht. Möchtest du jetzt? Oh. Möchtest du dir weiterhelfen noch? Ethan. Ich hab das heute noch nicht gesagt, Mrs. Mars. Ich finde sie sehr attraktiv. Und sie sind auch nicht schlecht, Mr. Mars. Wie? Wollte nur erstmal Knutschi-Knutschi machen, wa? Kann ich B loslassen oder hören die dann auf? Ich weiß, was du willst, Ethan. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Schade. Ich muss mich um diese Party kümmern. Wir setzen Bomber ist jetzt Tails. Frag mich immer noch, wer Tails ist. Bomber, den haben die von Sega wieder verworfen. Wird immer noch nicht. Oh je. Ja, ja, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Hilfe! Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Geschenk? Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich habe es heute Morgen im Laden gekauft. Kannst du das vom Handy aus machen? Moment mal kurz, aber ich glaube nicht. Ich habe hier, glaube ich, nicht. Moment mal, ich mach das mal ganz kurz, ja? komme ich jetzt mal in mein Chatbot rein? Weiß nicht, ob der das sofort übernimmt. Wo ist denn das nochmal? 2 Sekunden dauert das, wenn ich das schnell finde. Giveaway Song Request, nein. Currency. Wo ist das? Stellt man das denn nochmal ein? Moment. Currency? Sonntag? Ja. Oh,
Moment, ich klicke mal ganz kurz durch. Hinterst gleich. Meins ist es nicht. Soundfiles, Quatsch. Ach hier, Ranks. Ich hab's schon. Was bist du denn? First Aids. Alles. Bearbeiten. Ja. Ja, der Chris, der hat's mir ja schon öfters mal gesagt, dass ich damit eine Schwäche habe. So. Jetzt müsste es richtig sein. Ich hoffe, der hat es jetzt übernommen. Vielleicht mal kurz gucken. Wenn nicht, macht nochmal. Ja, ich weiß, dass es falsch geschrieben ist. Das ist ja das, was ich geändert habe. Ich dachte, das meintest du auch. Das ist ja schon länger falsch dran. Das hat der Chris mir ja auch schon gesagt. Ich habe ja DuckTales, habe ich ja wie Tails, der Fuchs, geschrieben von Sonic. Und Tails habe ich wie DuckTales. Ich habe das ja falsch rum gemacht. Ich weiß nicht. Immer noch. Ich habe es aber geändert. Ich weiß nicht, wann er das übernimmt. Warte, ich guck nochmal rein. Ja, hier ist es geändert. Kann sein, wenn ich einmal offline gehe und wieder online gehe, dass es dann richtig geschrieben wird. Wie habe ich denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Ränge kannst du noch aufsteigen. Ach nee, 7. Sorry, die Hildaberg wurde nachgeschoben. Die ist ganz unten. Und Käse, ich grüße dich. Hallihallo. Weiß ich nicht, wieso es nicht richtig ist. Immer noch. Jetzt ist es richtig. Okay, er hat wahrscheinlich einfach ein bisschen gebraucht, bis er das übernommen hat. Hat 2 Sekunden kurz gedauert. Was können wir denn hier machen? Steuerung, Audio, Grafik, zurück zum Hauptmenü. Wir können nicht speichern. Oh, das ist Glück, scheiße. Es gab nur noch das eine. Freunde. Wann kommen Jasons Freunde? So um 2. Gott, ich hoffe, ich behalte sie unter Kontrolle. Nicht wie letztes Jahr. Er spielt im Rohrhaus rum. Ich dachte, er räumt auf. Yay! Das hatte ich auch früher. Ich dachte, das ist für die Jungs. 6x6 ist mein Auto, glaube ich. Das ging richtig ab, das was ich hatte. Das war voll schnell, ja. Da bin ich gar nicht hinterhergekommen. Allerdings, weil ich weiß, konnte ich eine halbe Stunde mitspielen, aber die Batterie immer leer. Die musste dann immer stundenlang aufgeladen werden, das weiß ich noch. Was heißt das, wenn das so wackelt? Ich verstehe das nicht. Fester? Ups. Rückhalten geht auch nicht. Also das, was mit dem Wackeln, das verstehe ich nicht. Guck mal, es zittert dann so. Oder was ich dann machen muss, verstehe ich nicht. Ich glaube, das heißt, ich kann nur gucken. Kann es mir nicht anders vorstellen. Warte, ich gucke nochmal im Haus hier, ob ich was machen kann. Und die Winnie sagte, sie hat mir nicht Wing Commander... Ich habe dir wirklich nicht Wing Commander vorgeschlagen. Ich kenne Wing Commander... Ich kannte Wing Commander überhaupt nicht, bevor Insider mal gesagt hat, was Wing Commander ist. Ich habe es dir wirklich nicht vorgeschlagen. Und hallo Sternstaubkind, ich grüße dich. Vielleicht hast du mit dem Insider darüber gequatscht, weil der kennt Wing Commander. Ich kenne Wing Commander, habe ich noch nie gespielt oder gesehen. Von mir hast du es nicht. Niemand hat das vorgeschlagen. Frag mal den Insider. Also ich kann mir höchstens von ihm vorstellen. So. Was wir hier noch Schönes haben? Wie kann ich denn auf dem Controller die Sicht wechseln? Können wir uns hinsetzen? Mal ein bisschen arbeiten. RT. Was heißt denn RT? Guck mal, ich mal jetzt ein bisschen. Ah, Respekt, ne? Guck mal, was der für gerade Linien gemacht hat. Ohne Lineal? Das könnte ich nicht so gerade.
Hallo, Nullchen. Wie geht's denn, Sternschaukind? Du warst schon länger nicht da. Geht's dir gut? Da alle heute ein bisschen das schönere Wetter genossen. Y. Nächste Woche soll es ja richtig heiß werden. Sobald die Taste erscheint, haben wir eine begrenzte Zeit. Und ja, ich weiß, ich kann den Xbox-Controller aber nicht auswendig. Es tut mir leid. Tut mir leid. Schon Angst, dass der Sound jetzt versetzt ist. Ich hab einen ganzen Tag lang mit meiner Capture-Card hier rumgespielt. Das ist furchtbar. Ich wollte was über die PlayStation. Ich wollte Spyro mal über PlayStation streamen. Funktioniert aber nicht. Das funktioniert absolut nicht. Capture-Card hat ein Delay von, keine Ahnung, locker 5 Sekunden oder 6 oder so. Den kriege ich nicht weg. Ich hätte ein bisschen verringert, aber ich kriege ihn nicht weg. Wüsste ich mal hier, Coinspacey und Power Slayer, ihr seid doch Profis dafür, oder nicht? Ihr streamt doch ganz viel mit Capture-Card, aber ihr habt alle Elgato, ne? Ich glaube, ich kenne auch keinen von euch, der keine Elgato hat. Weiß nicht, ich glaube, die neuen Elgatos, die haben diesen Delay ja auch nicht mehr, ne? Ich glaube, ab der SO Plus oder keine Ahnung, gibt es keinen Delay mehr. Ich glaube, die alten, die 60 irgendwas, die haben das noch. Ich weiß, dass man hier in OBS kann man ein bisschen verringern, aber ich kann das nur bis 400 Millisekunden machen, weiß ja nicht. Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen. Slayer wollte eine andere. Regnet es den ganzen Tag? Krass. Wo kommst du denn her, Sternstaubkind? Drehen Sie den Knopf. Ich zuerst! Ich zuerst! Mann, ich zuerst! Konnte ich mich nicht entwerten, dein Geburtstag heute. Lass uns Helikopter spielen. Ich bin jetzt dran, ich will auch mal. Immer den rechten. A. X. Hoffentlich lasse ich das Kind jetzt nicht fallen. Mach dich bereit, es geht los. Helikopter. Hat der Schauen heute Geburtstag? Ich hoffe doch. Ich wollte jetzt das Kind nehmen, was heute Geburtstag hat. Oh, ins Gebüsch mit dir. Boah, der andere steht da jetzt. Der tut mir voll leid. Komm, jetzt ist der andere dran. Ich bin jetzt dran. Ja, bist du ja auch. Okay, Jason, wir machen den Helikopter. Achso, den anderen? Boah, bist du ja kotzübel, wird er nur kotzen muss, Junge. Mal kurz gucken, dass ich den nicht fallen lasse. Okay, ich schwinde nicht. Ich habe Elgato wieder genommen, weil die andere los, ewig Lieferzeit hatte. Ja, hast du denn mal Delay-Probleme gehabt damit? Also bei mir kommt der Ton viel zu spät. Hm. Schneller! Kann nicht so schnell drücken. Aus Österreich! In Österreich ist halt Regen. Ach krass. Freue ich mich schon. Nicht nächste Woche. Achso, auf die Hitze, ne? Aber hier soll es nächste Woche Mittwoch über die 30 Grad hochgehen. Ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht. Gib auf, Schwächling! Achso, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder Knöpfe richtig drücken. Du schaffst das! Bist du Kinder verprügeln? Ich bin der Sieger! Ja! Okay, ich muss mir das mal merken. Greif an, greif an! Das zahle ich dir heim. Oh, das gibt einen blauen Fleck. B, B. Nein, ich hab B gedrückt. Ich sag doch, ich hab B gedrückt. Ja, gut. Ja, ja. Geht mit Sicherheit in der Runde schon. Ja. Beweg dich. Mein Leben ist nun.
Okay, wir haben es geschafft. Essen ist fertig. Kommt ihr rein? Essen ist fertig, ja. Würde mich jetzt auch darüber freuen, ein bisschen was zu essen. Gibt's auch bei Detroit Become Human, wo du deinen Tisch decken musst, ne? So ein bisschen von dem Spiel übernommen. Es gibt Essen. Ich geh ihn holen. Wo ist denn der? Da draußen oder was? Kann ich eigentlich rennen? Oh, Mensch. Willst du hin? Vielleicht so heftig mit den Temperaturen, ja. Finde ich auch ein Ticken zu warm. Wechsel dich denn hier hinter? Könnte ich denn nochmal die Sicht wechseln? So. Ich habe jetzt leider wirklich nicht gesehen, wo der hingegangen ist. Wir sind bitte wohl Sean. Ja, ich versuche es. Wenn ich wüsste, wo Mr. Sean ist. Oder ist der in sein Zimmer gegangen? Cooles Haus eigentlich, aber es ist komplett aus Holz, ne? Komm hier nicht mehr hoch! Sean? Wo bleibt? Komm hier nicht mehr hoch, seht ihr das? Ja, wir können leider nicht mehr reingehen. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte vom Spiel. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Direkt schon eine Beschwerde dann. Oder nicht dazwischen. Dann ist er wohl draußen, der Junge. Ja, hoffe ich mal. Ich hoffe, dass es kein Fehler ist. Hat er hier geguckt? Hat er jetzt gedacht, in der Hütte hier? Aber die kann ich nicht anklicken. Ich würde so gerne rennen, ne? Ich kann ja. Warum ist Sean nicht am Tisch? Er ist sicher irgendwo im Haus. Nee, er ist sicher irgendwo im Haus. Tja. Dann hat das Spiel schon den ersten Bug. Herzlichen Glückwunsch, Spiel. Du hast es geschafft. Ah! Es geht wieder! Happy Birthday, Jason. Jason hat heute Geburtstag, nicht Sean. Hab mich wieder vergessen. Mal bei dem Kinderzimmer, oder? Mir wäre das Haus hier ein bisschen zu viel aus Glas. Hier kannst du überall reingucken. Du brauchst ein sehr großes Grundstück ohne Nachbarn. Deine Privatsphäre zu genießen. Da ist doch Sean. Mensch, Sean. Nein, ist der Vogel gestorben. Sean? Was oh nein. Oder der wollte, dass du das erste überprüfst. Ja, das kann auch sein. Ist tot und das ist alles Merlin meine Schuld. Merlin ist gestorben. Aber nein, Sean, es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Na, es ist doch schon kalt, ja. So lange wie ich jetzt gebraucht habe. Manchmal müssen Dinge halt einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Oh, das scharf. Da habe ich auch die ganze Zeit dran gedacht. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, der Vogel hat weder was zu essen noch zu trinken da stehen. Das ist nicht gut. Aber Shaun of the Dead, genau. Ja, wie das Spiel speichert. Das ist creepy, der Clown. Oh, ich glaube, ich guck mal eben nach Schuhen für Sean. Passt du auf Jason auf? Es wird nicht lang dauern. Klar, na sicher.
Huku! Ach, was denn hier los? 16 Monate. Ach, was denn hier los? Endlich gibt's noch viel Radar. Tata, 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 T4 im Flug. Inside 8 Poempel, Azediv, Purpur. Bierkriege, mit denen angestoßen wird. Bierkrüge, mit denen angestoßen wird. Kacke, kacke. Kacke, kacke. Danke, Kuku, für 16 Monate. Wer hat verrückt? Wie er es betont hat. Ach, was denn hier los? Ratatatata, ratatatata gibt's immer bei uns, weißt du doch. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Ich hab die Grafik allerdings noch ein bisschen besser in Erinnerung, muss ich sagen. Gerade fand ich die echt gut, jetzt finde ich die so ein bisschen... Ja, jetzt ist sie wieder gut. Jetzt ist er wieder richtig gut. Jason! Ach nein, Jason. Da kann ich mich noch dran erinnern. Jason. Hat mich das genervt mit dem Jason? Jason! Jason! Das war schon, ne? Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Jason. Sag doch noch ein paar Mal mehr Jason, Junge. Jason. Ach, die Kacke. Der Hans kann's, ne? Jason. 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 Guck mal, das sind doch Kinder. Der sieht doch auch aus wie ein Jason. Nimmst einfach den mit. Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen. Das ist tatsächlich der Jason. Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool. Ich wollte früher aber auch immer einen Ballon von der Kirmes haben. Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Bitteschön. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Hat weiß nicht, in welcher Hosentasche der jetzt sein Geld hat. Jason ist eh schon weg. Toll, ich hab leider kein Geld, Junge. Stimmt so. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Ja, wo ist Jason? Da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Er müsste eigentlich auffallen, ne? Mit seinem Ballon in der Hand. Jason! Endlich läuft er mal einen Ticken schneller. Jason! 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 In sein Geschäft wird er ja wohl nicht reingegangen sein, oder? Jason! Nicht quicktimen, bitte. Da ist ein roter Ballon. Jason! Jason! Ich kann halt kaum steuern, wo ich hier lang laufe. Jason! Jason! Warte, wo ich hin muss. Jason! 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 Ja, komm hier raus, der wird draußen sein jetzt. Jason! Er will nicht raus, er will nicht raus. Jason! 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 Ich würde die alle umrennen. Jason! Gehen die Geschäfte da auch nicht? Jason! Was ist das für ein Kind? Läuft einfach weg. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss.
Jason! Was ist hier? Ja, lass mich doch mal durch hier, Mensch. Hey, was soll denn das? Jason! Jason! Ich drück gleich keinen Jason mehr, ehrlich nicht mehr. Habt ihr denn irgendwo gesehen? Oder den Ballon? Ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Jason! Jason! Ey, ich hätte geschworen, ich muss raus. Jason! Jason! Da waren 1000 Ballons. Wo ist denn der Ausgang hier? Jason! Da ist ein Ballon. Da ist er noch. Jason, mein Gott, hast du mich erschreckt? Das ist nicht Jason! Jason! Jetzt kann ich raus. Konnte ich mich doch noch daran erinnern, dass ich raus muss. Jason! Geht alle weg, ich hau euch alle um! Es tut mir wirklich leid, dass er auch nochmal Jason sagt. Ab jetzt wird die Grafik wieder schlechter. Scheiße. Jason, es ist Freitag der 13. Rimpelminiti hier. Oh Gott, ist das nervig. Aber nur ein bisschen. Ist jetzt vorbei, sorry Leute. Wo ist so eine Käse, die Stelle? Ja. Also eigentlich hat sich der Mann davor geschmissen. Also ich habe nicht gesagt, dass es ein fröhliches Spiel wird übrigens. Ich meine, das war jetzt erstmal nur der Prolog. Eigentlich auch ein sehr düsteres Spiel. Quantic Dream Production. Passt eigentlich mehr zum Herbst, ne? Heute scheint die Sonne schön. Wir müssten beide Matsch sein. Jason, Jason, Jason. Ja, ich glaube, der Vater, der lebt noch. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Theoretisch würde ich auch eher sagen, ist der Vater tot. Weil der war doch... Der ist doch quasi an die Stoßstange dran, oder? Er hat sich ja dazwischen geschmissen. Ja, ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Ich muss selber noch mal ein bisschen gucken. Baby Ray. Weiß einer von euch, wie das Spiel speichert? Ich habe auch keinen Speicherbalken oder sowas. Ich habe die schwere Befürchtung, dass ich das in Episoden, dass die Episoden speichern, wenn ich die durch habe. Oder Kapitel oder ich weiß auch nicht. Denk mal, ich werde das auch jetzt Samstag, also heute spielen. Montag ist ja mein Jubiläumstream. Müsst ihr auf jeden Fall alle dabei sein. 18.30 Uhr geht's los. Und dann werde ich das nächsten Samstag weiter spielen und dann werde ich das aber auch auf den Montag legen. Ich denke mal, für so 3-4 Streams werden wir da auf jeden Fall dran sitzen. Weil dann habe ich nämlich ein bisschen offeneres Ende. Hier würde ich ja gerne so um 8 Uhr dann zum Danny rüberschalten. Muss ich mal gucken. Zu viel, Jason. Rennt das Kind auch weg, ist selber schuld. Ja. Hätte er gesehen, dass es eine mega befahrene Straße ist, total viele Menschen. Sollte der vielleicht nicht über die Straße rennen, ne?
Er wusste, seine Eltern sind im Einkaufszentrum. 2 Jahre später. Vater ist nicht Matsch, Vater lebt. Ist aber scheinbar immer noch durch. Sean gibt's auch noch, müsste jetzt 12 sein. Hey Sean. Hey Dad. Klasse Stimmung da. Warte, gucken wir uns erstmal die Schule an. Nein, wieder nicht. Vor allem zur anderen Straßenseite, ja. Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat oder machen wollte. Auch leider kein Regenschirm dabei gehabt. So, was können wir da erst machen? Scheibenwischer anmachen wahrscheinlich? Machen wir erstmal Spiegel richten. Anschnallen, nicht vergessen, auch ganz wichtig. Dann können wir den Motor anmachen. Und Gang einlegen. Automatik, RT, ich weiß nicht, was RT ist. Das ist RT scheinbar. Können wir das nicht merken, ob das RT ist oder das. RB und dann RT, okay. Können die das nicht auch einfach L1, R1, L2 und L... Mein Gott, L1, L2 nennen? Von David Cage. Traurige Stimmung. Ja, es ist kein fröhliches Spiel. Kann ich euch schon mal sagen. Wir spielen aber gleich noch andere Charaktere. Weiß allerdings nicht mehr, wie die damit im Zusammenhang stehen. Erstmal sehen wir nichts. Wie wir sehen, sehen wir einen schwarzen Bildschirm, den ich gerade auch sehe. Das ist schon ziemlich lange. Eine ziemlich lange Ladezeit. Und Black Screen, ja, so ungefähr. Ja, sieht so aus, als ob wir nicht mal mit unserer Frau zusammen sind. Vielleicht lebt die ja auch nicht mehr, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, aber wir haben auf jeden Fall ein neues Zuhause hier. Was bedeutend hässlicher ist. Sieht so aus, als ob wir dann immer das Tapeten an den Wänden hätten. Doch da, aber keine schönen. Steht da schon? Er hat auch gar keinen Bock mit uns zu reden. Gucken wir uns das mal an. Das heißt wirklich nur angucken. Hinsetzen. Weiß ich nicht. Haben wir uns Bock, uns hinzusetzen? Das lädt doch normal. Was? Das lädt doch normal noch länger. Ist das ein Spiel, was so lange lädt? Ich weiß das nicht mehr. Mal gespannt, PlayStation 5, ne? Fast keine Ladezeiten mehr. Ich bin wirklich gespannt. Was ist los? Ja, Katze. Katze ist los. Mit dir hinlegen, Mr. Beat. Bitte, Dad. Du stehst vor dem Fernseher. Ja, die Katze steht auch vor meinem Bildschirm. Ich sehe nichts. Sorry. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Sean, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? In Ordnung, ich komme dann später nochmal. Ich mach so lange was zu essen. Wenn er Hunger hat. Obwohl, mit 12 kann er sich den Snack selber nehmen. Was hat er denn da? Pizza? Nee, ich wollte die Pizza nehmen. Katzi! Ah, Katzi ist auch wieder da. Guckt aber ganz gespannt in die Küche. Ja, ich wollte doch eigentlich die Pizza nehmen. Der nimmt auch niemals ein Glas, ne? Stell mal wieder weg. Nimm mal die Pizza da oben rechts, bitte.
Okay. Da kann ich ihm nichts machen. Vielleicht kann ich ihm hier eine Mandarine. Oder war das ein Apfel? Hier. Ist mal eine Mandarine oder ein Apfel. Hier schon. Was zu essen. Danke, Dad. Ich will ihm jetzt auch nicht auf den Keks gehen, wenn er gerade Fernsehen gucken will. Hier, da schon. 4:30 Uhr, Snack. 6 Uhr, Homework. 7 Uhr, Dinner. Wie spät hatten wir? Wir haben gleich 5:30 Uhr, oder? 5:30 Uhr. Ah, um 6 Uhr muss er Homework machen. Komm ich nochmal wieder. Wer trinkt aus der Packung Frechheit? Ich mag das auch nicht. So eine Dose finde ich jetzt okay. Ganze Packung. Und das Origami-Killer schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise Text ist schnell weg. Kann ich das nochmal angucken? Ich denke mal, wir haben 6 Uhr jetzt. Mach mal Hausaufgaben, Junge. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Nein, Zeit. Zeit für Hausaufgaben jetzt. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. Dosen und Flaschen sind in Ordnung. Ja, sehe ich auch so. Pizza! Nee, sollst du den Fernseher ausmachen. Denk doch nur ab sonst. Hier, den Apfel kannst du auch mal mitnehmen und nicht da liegen lassen. Guck mal, 6:10 Uhr. Was haben wir denn noch für eine Uhrzeit? Um 8 Uhr ins Bett. Um 7 Uhr Dinner. Setzen wir uns mal zu ihm. Ich überleg gerade, ob ich mir jetzt eine Pizza mache. Selber machen oder Tiefkühlpizza? Ich soll ich aufstehen? Ich meine, ich helfe mir jetzt gerade eh nicht wirklich. Und die Uhr im Hintergrund kann ich jetzt nicht mehr gut erkennen, wie spät es ist. Ich hatte gerade krass Alarm-Pizza heute. Ah. Warte ich gleich. Bis 7 Uhr der Zeit. Danach muss ich was kochen. Mal kurz gucken, was hier ist. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt Fernsehen? Ja, kannst du. Lass mal Licht machen. Ja, ja, geh Fernsehen. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Ich wollte aber gerade noch mal ins Bad. Ich denke mal, wir müssen mal wieder Pipi machen. Die Wohnung sieht überhaupt nicht schön aus jetzt, wo der ist. Licht machen. Ich will kein Pipi machen. Er will nur Licht anmachen. Was haben wir denn hier noch für einen Raum? Okay, Waschmaschine läuft.
In den Garten möchte ich jetzt eigentlich nicht bei dem Wetter. Gesundheit! Nee, in den Garten will ich nicht. Geh mal wieder hoch. Haben wir jetzt 7? 20 vor 7? Können wir mal mit dem Kochen anfangen. Ich will dem die Pizza geben. Ich kann gar nicht mehr in den Kühlschrank. Ich kann auch gar nichts kochen hier. Was kriegt er denn jetzt zu essen? Ach Gottchen. Ich hab da halt Schnupfen. Wo will man denn jetzt was zu essen, ja? Eine dynamische Kamerafahrt, ja. Ich frag mal, worauf der Hunger hat. Wenn es geht. Vielen Abendessen. Krank. Ja, bist du krank? Du niesst so viel, ne? Bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Vielen reden. Ich kann mal also, kurz reden. Willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde. 7 Uhr geht bestimmt das. Es ist alles wie immer. Kann ich nicht noch mehr machen? Medizin. Hier schon Medizin gesehen? Weiß ich nicht. Medizin hat man doch im Medizinschrank, oder? Vielleicht im Bad? War kein Medizinschrank, oder? Ja, hier sind noch niemals Spiegel. Vielleicht oben? Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Ja, weiß ich nicht. Ich finde die Medizin jetzt nicht. Der kriegt jetzt erstmal eine Pizza. Dann kann ich nochmal Medizin suchen. Hat er damit sicher am meisten Bock. Und die machen wir, glaube ich, erstmal warm. Ofen? Ah, Pizza aus der Mikrowelle ist scheiße. Das ist nicht mal ein Waschbecken. Ja, krass, ne? Das war ein bisschen sehr kurz. So schnell ist die Pizza dann doch nicht fertig. So, er kriegt ein komm, Stück. Schon. Essen ist fertig. Ein einziges Stück kriegt er. Ah, ich bin ein bisschen spät dran. Aber passt schon. Was ist denn mit dem Rest von der Pizza? Wann muss denn der schlafen? Um 8 Uhr, jetzt habe ich Zeitdruck. Kannst du eben alleine essen? Ich muss immer noch Medizin suchen. Gucken, ob ich oben Medizin finde. Kann sogar hochgehen. Was guckt er sich denn so die Watts an? Guck mal, ob hier Medizin liegt. Vic Medi-Night. Erholsamen Schlaf. Klick da jetzt nicht alles an, weil die Zeit, die läuft leider. Ein bisschen Zeitdruck hat man hier immer. Man kann sich irgendwie nicht alles entspannt angucken. Sonst bin ich ja immer so, dass ich mir jede kleine Ecke angucke. Vielleicht ist das erstmal eine Tablette. Ich weiß zwar nicht, was für eine Tablette. Hallo. Hallo. Tablette.
kann ihm keine Tablette geben. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. So, spielen, schlafen gehen, Schule. Boah, Schule müssen wir jetzt nicht quatschen, ne? Sollen wir ein bisschen spielen? Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Pizza der Zukunft. Bin zurück in die Zukunft. In die Schule? Ich will jetzt auch nicht zu quatschen. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Acht Uhr Bett. Oh, wir haben 8 Uhr. Dann gehen wir ins Bett. Guck denn gerade Mulan oder was ist das? Nee, nicht wirklich. Ja, keine Ahnung. Ich kann mich ja nochmal kurz zu dem hinsetzen. Ich kann noch ein bisschen zusammen Fernsehen gucken. Noch 10, 15 Minütchen noch ein bisschen Fernsehen gucken. Dann kann er schlafen gehen. So, hab mir jetzt eine Pizza im Ofen gestellt. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, es riecht hier nach Essen, aber ich glaube, das ist Chili. Schon, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Will ja nicht so sein, ne? 10 Minuten noch. Das Bett kann noch ein bisschen warten. Aber sag bloß nichts zu deiner Mutter, okay? Bisschen noch. Heute ist hier Pizzatag, genau. Schon, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein, jetzt nicht mehr. Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Machen wir mal den Fernseher aus. Das ist aber auch echt eine trostlose Bude hier, ne? Das ist eigentlich sehr dunkel bei euch. Das sieht so dunkel aus. Hoffe nicht. Ach so, ich könnte mal. Was ist mit der Waschmaschine? Hab ich ganz vergessen. Okay, den Stoff hier, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe eigentlich an die Waschmaschine gedacht. Ist jetzt die Haupteingangstür aufgegangen? Nein, ne? Gib ihm mal das Stofftier. Da lag was auf dem Sofa. Ja, sein abgeknabberter Apfel lag da. Oder lag da noch was anderes? Das ist sein Apfel, den er gegessen hat. Hat er die Hülse da liegen lassen. Ich glaube, der war gerade im Bad. Er ist jetzt aus dem Bad gekommen, glaube ich. Bring ihm mal sein Stofftier. Wo ist denn sein Zimmer hier? Schon im Bett? Ach, du liegst ja schon im Bett. Tada! Hihi! Danke, Dad. Gute Nacht, John. Nacht. Wo ist die dynamische Kamera? Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Willst du den nicht mal zudecken? Wie?
Weil, was kann ich denn hier machen? Fenster auf oder was? Ah ne, Rollos runter. Ich wollte gerade sagen, Fenster auf bei dem Wetter. Muss nicht sein. Könnte vielleicht ein wenig rein. Okay. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Was hat denn da gemalt? Ja, schönes Bild. Schön, da freut der Vater sich, glaube ich. Ich bin ja ein bisschen voll gespritzt. Kein Quicktime-Event, jetzt ich trinke gerade was. Ah, jetzt bin ich voll nass. Egal. Gespritzt. Da ist der Käse wieder wach, ne? Schüttel die Flasche nicht so. Das doch so ist trocken, ja? Oh, von hier bis hier habe ich was abgekriegt. Das hat heute nichts abgekriegt. Errungenschaften, interaktives Drama und guter Vater. Ja, den spielen wir auch noch, ne? Das ist ein Polizist gewesen. Jetzt spielen wir es mit dem weiter. Dienstag, 0.06. 6,91 mm. Genau, das ist ein Cop, den wir noch spielen. Das hängt aber gerade ganz schön. Office! Hier ist Office! Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Ja, wir spielen jetzt erstmal eine Runde Office, ne? Das ist extrem. Dann ist egal. Achso, wenn ich nass bin, dann ist es nicht schlimm. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. In was für ein Etablissement sind wir jetzt genau? Im Motel war das, oder? Ich glaube schon. Also die PlayStation, ich sag jetzt mal PlayStation Controller-Steuerung. Das ist einfach noch nicht ausgereift, finde ich. Mit WSAD läuft es so viel flüssiger und genauer. Aber wenn die Steuerung schon dafür ausgelegt ist, ist es einfach nicht machbar, damit vernünftig zu laufen. Homeoffice. Scheint eine nette Gegend hier zu sein. Hallo. Ich bin's. Polizist. Welche Nummer ist die? Dritter Stock, hat er doch gesagt. Ich bin ja jetzt nicht im dritten Stock, oder? Lauren Winter. Das ist Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt. Ach, Quicktime Event. Muss mir merken. A, B, X, Y, A, B, X, Y. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Meine Streams sind auf 18. Keine Sorge. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Oh, noch unter Zeitdruck hier. 10 Minuten. Bis dahin bin ich ja noch niemals ausgezogen. Hilfe! Hilfe! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gucken wir uns das mal den Kühlschrank an. Ja, er ist leider nicht fähig, dieses Geld auf den Tisch zu legen.
Legen wir direkt einen 20er hin. Haben wir vielleicht 20 Minuten Zeit. Aber wir wollen doch nur reden, Mensch. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Office wie bei CSGO, genau so ist es. Also ich finde, WASD ist im Laufen scheiße. Mit dem linken Stick viel geschmeidiger. Überhaupt gar nicht, Goku. Finde ich nicht. Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Das Problem ist immer mit dem Sichtwechsel. Wenn du in eine neue Sicht gehst und dann weiter in die Richtung drehst, dreht er sich erst einmal um. Das ist immer furchtbar. Furchtbar. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Hartnäckig bleiben, verständnisvoll überzeugen. Die ist ein bisschen kacke, da sind wir noch ein bisschen hartnäckiger. Es wird mir auch vergeben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Ach, der vielleicht ist hinter dem Origami-Mörder her. Der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun. Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Überzeugen, verständnisvoll. Ja, wenn die so jammert, sind wir mal ein bisschen verständnisvoll. Ich weiß, was wenn ihr Sohn gestorben ist, ne? Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung. Ist das jetzt die Frau? Nein, die hatte grüne Augen. Fühler ansprechen, kaufen. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Polizei ist am Start. Aber Sie haben recht. Und sucht den Oregano-Mörder. Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Was wollen Sie wissen? Johnny zu Hause, Johnny Verdacht, verschwinden. Ja, weiß ich nicht, warum wollen wir denn wissen? Das war's? War das alles? Nein! Ich weiß nicht genau. Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Wenn dann Ihr Sohn war, wo soll er sonst wohnen? Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Bist du Tortellinis? Verschwinden Verdacht? Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute. Wo ist das Brot? Ja, Bomber braucht immer Brot. Ich habe nur Nägel für dich, Bomber. Daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny... Suche nach den Nägeln, ja. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Wollen Sie? Habe aufgehört. Tapfer. Johnny, was denn genau verschwinden? Über das Verschwinden? Ja, wie ist der Sohn verschwunden? Okay. Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an dem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Johnny, Spuren. Wissen Sie, ob etwas gefunden wurde? Hinweise, Zeugen? Nein, sie sagten, er sei weggelaufen und würde bestimmt bald wiederkommen. Man fand die Leiche nach 5 Tagen, eine Origami-Figur in seiner Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ja komm, legen wir nochmal einen Zehner hin, dann können wir nochmal eine Runde Mittag quatschen. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Die ist aber nicht sehr kooperativ hier. Warte, soll ich die nochmal anquatschen? Die mit Sicherheit keinen Bock drauf, ne? Oder einfach nochmal einen Zehner auf den Tisch hauen? Wenn Ihnen etwas einfällt. Irgendetwas. Ah, eine Visitenkarte, okay. Rufen Sie an. Ja, dann lasse ich die mal hier in dem schönen, schicken Hotelzimmer alleine.
mal in mein Bart gucken? Jetzt nix gegen korpulentere Menschen, aber der ist ein bisschen so gefülligt, dass er nicht hier reinpasst durch die Tür. Toll. Wie kriege ich denn Sicht gewechselt? So, jetzt sehe ich die Tür gar nicht mehr. Ich glaube, ich soll nicht ins Bad. Das Graffiti hier. Und der Gegend möchte ich nicht ohne Knarre rumlaufen. Oh Gott, was hat er denn jetzt? Asthmaanfall. Was weiß ich, wo du jetzt dein Asthmaspray hast. Hier, nach links. Nach rechts. Schön inhalieren. Einmal sprühen und alles ist wieder gut. Lauren, mach auf, Lady. Ich bin's. Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Die hat keinen Bock auf dich. Tritt die Tür ein, du hörst doch, die schreit. Was willst du, Arschloch? Den Kopf, ich hab ne Knarre. Ist alles okay? Geht's prima, klar. Jetzt kommt Quicktime, pass auf. A, B, X, Y, A, B, X, Y. Ja? Tritt die Tür ein. Ich mach da keinen kurzen Prozess. Aufs Maul, hä? Ich reiß dir den Arsch auf. Ah! Links! Hoch! Y! Hoch! X, 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 wo ist X? X, hab vergessen, wo X ist, B! Oho, ich kann die scheiß Xbox-Controller-Steuerung nicht. Erstick. B. Ach, A drücken. Vielleicht sollte ich doch mal eine Schwierigkeit wieder runterstellen, ich weiß nicht. B, ich hab B gedrückt, ich hab nicht A gedrückt. Runter. Ich hab runter gedrückt. Ich verkacke hier voll den Kampf gerade. X. Hab doch X gedrückt. X. Ach, leck mich! Das krieg ich aufs Maul, ne? Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Scheiße. Hab den Kampf verkackt. Flittchen. Ich brauch einen PlayStation-Controller, Mensch. Sind Sie okay? Oh, so viel hab ich doch gar nicht falsch gemacht. Und Danny, ich grüße dich. Hallihallo. Schon mal besser. Wer war der Kerl? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Jedenfalls hat er eine gute Rechte. Mr. Shelby? Ja. Danke. Das ist gerade mal der Anfang. Wenn ich hier so hart schon die Quicktime-Events verkacke, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal runterstelle. Ich kann mir halt A, B, X, Y nicht merken. Brauche X, Viereck, Kreis, Dreieck. Ich meine, solange gerade keiner sterben kann, ist es vielleicht nicht so. Oder? Errungenschaft. Privatdetektiv. So, erinnern. Drücken und halten Sie die Anzeigentasten gleichzeitig. Symbole verschwinden. Okay. B. A. Ist, glaube ich, nur ein Ladebildschirm, ne? Aber egal, Ladebildschirm. Ich mache es auch mit dir mit. Ne, man kann den Kampf verlieren. Spiel mal mit dem Xbox-Controller. Du kannst die Tasten da doch auch nicht, oder? Die habe ich doch gar nicht verkackt.
Einen runter. Da ist aber auch die ganze Zeit ein richtiges Rotzwetter, oder? Passt doch passend zum Sommerwetter, das wir gerade draußen haben. Mr. Flausch gewöhnt sich jetzt langsam auch an, auf meinem Mauspad zu schlafen. Das hier ist wohl nicht so optimal wie, das weißt du, oder? Wir spielen doch gerade wieder den Vater, oder? Okay, der ist gerade hier unterwegs, wo man eine Leiche gefunden hat. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay, Sie können durch. Das ist nicht der Vater, ne? Das ist jemand anders, oder? Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Ich spiele ab und zu Videospiele. Mann. Ich bin halt PlayStation-Konto. Ich habe schon mit Maus und Tastatur gespielt. Das Laufen ist aber furchtbar damit. Ist halt komplett auf den PlayStation-Controller ausgelegt. Mr. Sonnenbrillenmann. Video Memo 1, Agent 47023, Norman Jaden. Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. RB. Achso, so setzt man die ab. Nee, ich will die aufbehalten. Ich will noch ein bisschen damit gucken. In der Nähe der Leiche sind Eisenbahnschienen. Genau wie bei den anderen Opfern. Okay, wir ermitteln jetzt. Ich muss Lieutenant Carter Blake finden. Ein bisschen? Die ganzen Leute verunreinigen den Tatort. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Ich hab wer von denen? Der da hinten steht oder was? Kann er nicht noch mehr Sachen? Warte nochmal. Ja, ich weiß jetzt, wo Blake ist. Ich will aber nochmal hier. X-Polizei. Viel zu viele Menschen hier. Sie zertrampeln den ganzen Tatort. Da trampelt doch gerade selber den Tatort. Leiche? Die Leiche muss unter der Plane bei den Scheinwerfern sein. Den Scheinwerfern? Ich bin klitschnass. Jammer nicht. Die Leiche ist noch hier. Hier oder was? Hey, Sie da! Was machen Sie? Ich will die Leiche an. Wonach sieht's denn aus? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Auf Fahrt, Lieutenant. Zu deinem Bagger. Und die Schwierigkeit darunter ist dann, ich habe schon mal was von Videospielen gehört. Also etwas ist nichts für mich, genau. Dann mal weg da. Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Leiche identifiziert?
Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln. Oh, die Kameraaufführung, die bringt mich um. Ich kann ja nichts, ich kann mit dem anderen Stick nichts kontrollieren, ne? Das macht das Spiel selber. Das wollte ich nicht sagen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Er leuchtet schön. Uhrzeit? Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Ja, dann setze ich nochmal meine schicke Brille auf. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen was. Die Leiche weiß ich ja. Die ist ja unter dem Sarg. Komischer Typ, dieser Blake. Schien nicht allzu glücklich über meine Anwesenheit zu sein. Und auch da geht's nicht weiter. Ich denke mal, wir müssen uns die Leiche angucken. Wir haben ja gerade keine anderen Hinweise. Aber guck mal, da ist was. Gucken, was man da machen kann. Ein DNA-Strang. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Ja, heißt das jetzt, ist nutzlos, oder? Gehen wir weiter zur Leiche, vielleicht können wir die nochmal anklicken. Die Leiche ist noch hier. Ja, die Leiche noch hier ist, weiß ich doch. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Ist die Leiche noch hier? Keine Anzeichen von Gewalt. Keine Anzeichen. Ja, B. Das ist eine Turbo-Brille. Weiß ich nicht, was gucken wir uns denn zuerst an? Dann können wir raus. Gucken wir mal links an. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse. Na gut, eine Schürfwunde haben Kinder immer, oder? Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Eine Leiche, wo in Ruiz? Das ist schon nette Fahrstuhlmusik für den Unfug rausgesucht, ja? Ich denke, das ist ja immer. Bitte in entweder oder kann ich mir alles angucken? Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Eine Orchidee! Einzige Blume, die ich schön finde. Wahrscheinlich ist hier jetzt das Origami-Tierchen drin. Nein, nicht hoch. Nein! Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Was habe ich ja, ne? Was ist denn hier ganz rechts noch? Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Ja gut, es regnet aber auch gerade, ne? Wie aus Eimern. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Haben wir alles, ne? Und dann können wir wieder raus.
War ich jetzt hier schon? Hallo? AI-Eintrag. Orchideenpollen entdeckt. Orchideenpollen. Stammt wohl von der Blume auf der Leiche. Wir folgen einfach mal der Spur hier. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. Ja, aber da ist ja da was, oder? Warte mal, setz doch mal die Brille auf. Du sollst sie nicht absetzen, du solltest dir angucken, was da noch ist. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Analyse bestätigt Blut von der Leiche. Wisst ihr, was mich tierisch nervt? Effekte. Die sind mir ein bisschen zu laut. Der Regen, der plätschert. Oh, jetzt hab ich die Musik. Ach, der plätschert mir ein bisschen zu hart. Mal kurz ein bisschen leiser. Das ist immer noch extrem laut, aber vielleicht ein bisschen angenehmer. Wieder? Oh, hier noch nicht. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Gehen die denn weiter? Ich will mich immer umgucken mit dem rechten Stick. Das geht in dem Spiel aber nicht. Das ist so ungewohnt. AI-Eintrag. Es gibt Blutspuren, und zwar am Zaun hinter den Bahnschienen. Sie stammen vom Opfer. Die Leiche hat vermutlich den Zaun gestreift, als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. Kann ich denn noch höher hier? Ja. Aufpassen! Rutschig! Oh Gott, jetzt muss ich hier wieder B. Macht nicht zu kompliziert. Y. Jetzt nicht A. An A komme ich jetzt nicht mehr dran mit meinen Fingern. X. Mein Gott, was hat sich anstellt. Ja, weiter hören, ne? Oh, wie wir aussehen, voll in Schlamm durchdrängt. Haben wir noch einen Hinweis? Fußabdrücke bei dem Regen. Meint er, die bleiben könnte überhaupt sein, bestehen? Dass sie vom Täter stammen. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn. Ja, Reifenspuren, aber da fahren doch 1000 Autos lang. Das ist doch kein eindeutiger Beweis. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Du glaubst. Glauben müssen nicht wissen. Ich gehe noch mal kurz weiter gucken. Hihi, Machi-Pachi. Ah, wir sind eh schon nass, ne? Ist eigentlich egal. Dann gehen wir mal wieder runter, würde ich sagen. Und sagen mal Kommissar Blake Bescheid. Ich habe jetzt voll Bock, da runter zu rutschen in den Schlammhang. Komm, rutsch mal runter für mich. Ich muss es machen, sorry, ich muss einfach rutschen, ja. Oh, er rutscht nicht. Nee, nicht hoch, runter. Das macht voll Spaß gerade. Setz dich wieder hoch, du sollst runter, Junge. Wo ist denn der Blake jetzt? Denn ich meinte, ich kann meine Brille jetzt absetzen. Guck mal kurz, ob hier irgendwas ist, aber er hat ja gerade gesagt, er glaubt, er hat alles Wichtige gesehen. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch?
Ja, ich bin auch fertig. Wir können gehen, oder? Nein, das reicht mir. Ich fahr dann auch. Hast du schon Spiele rausgesucht für Montag? Ich habe schon alles geplant für Montag, ja. Platsch. Ja, ich denke mal, da können wir gehen, ne? Oder sollten wir vielleicht auch noch nicht gehen? Weiß nicht. Gucken wir mal. Will heute noch jemand Pizza bestellen? Ja, alle haben heute Pizza bestellt hier im Chat. Oder im Ofen gemacht. Alle, wirklich alle. Das ist so krass. Aber du hast doch jetzt gerade gegessen, Insider, oder nicht? Wieso steigst du wieder aus? Die Tür nicht mehr auf. Dann passt Oregano und Killer auf. Die haben ja alle schon ihre Pizza verdrückt. Ach nee, danke, hat er schon. Ja, genau. Bauen wir, Patrick. Hast du jetzt eigentlich Tortellinis gemacht? Hast du irgendwas zum Mittagessen gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie bitte ein Grillfleisch? Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Grillfleisch, wenn da das mache, oder ob ich mir auch noch eine Pizza bestelle. Nicht entscheiden gerade. Errungenschaft, FBI-Ermittler. Finde ich die Grafik echt nice. Ledermaus, Insekt, Schmetterling. Keine Ahnung. Schmetterling. Ein Schmetterling. Wolf, Ratte, Fuchs. Gar nichts von allem. Das ist weder ein Wolf, noch eine Ratte, noch ein Fuchs. Eine Ratte. Ein Rattenkopf. Das? Gesichter, Klingen, Krebs. Oh, Krebs am ehesten. Blut, Tod, Schatten. Gut. Tod. Tot. Nicht jetzt psychisch noch geeignet oder habe ich jetzt einen weg? Geht nicht die Lautstärke. Mitte Foto von der Lautstärke. Machst du ja, ich kann noch nicht alles essen. Die MRT-Ergebnisse. Du hast mir aber noch nicht beantwortet, was du gekocht hast. Keine physischen Schäden zurückgeblieben. Hast du schon längst bestellt für die Aber Mini? Sagen, naja, so was macht er nicht. Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein Kapitel starten sollen, weil ich glaube, der speichert nicht. Das ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Können, wollen, ist ein Unterschied. Tortellinis, ja. Unfälle passieren. Weder können noch wollen dürfen. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es Sean? Wie geht's denn Sean? Vorwurf? Enttäuscht? Er macht Vorwürfe, das ist dumm. Ich glaube, er ist wütend, weil ich seine Erwartungen nicht erfülle. Weil ich wohl unfähig bin, ihn und seine Mutter glücklich zu machen. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Er hat gerade schon gesagt, dass er sich Vorwürfe macht. Voll deprimierend. Ich meine, das ist also betäubt, ich fühle ne? mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ethan! Nichts, Schizophrenie, Blackouts. Blackouts können wir mal sagen. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue.
Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Ach, 6 Monate, ja gut. Wer hat mich schon gefragt, ne? Dass der Sohn tot ist, obwohl er quasi vor der Stoßstange direkt war. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Gibt dem Koch in der Mini ein gutes 3-Gänge-Menü. Da war ich auch mal für. Finde ich voll gut. Als ersten Gang bitte Tomati Mozzarella. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Als zweiten Gang. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Grillfleisch. Als dritten Gang. Kartoffelsalat. Das reicht mir. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir hier weitermachen? Willst du was essen? Theoretisch ja noch 15 Minuten, bis der nie fängt. Spielen. Nehmen. Was ist ein Problem? Geh weiter. Ist irgendetwas schon? Noch ein Problem? Besser ist er. Nein, mir geht's gut. Dem geht's überhaupt nicht gut. Wenn einer eine Fresse zieht, dann der. Ja, spielen wir eine Runde. Willst du nicht mit den anderen spielen? Nein, hab keinen Bock. Dazu habe ich keine Lust. Siehst du dem doch schon an? Das muss man nicht fragen. Das sieht man doch schon. Wie war es denn heute so in der Schule? Er hat auch keinen Bock, über Schule zu sprechen. Das siehst du doch schon. Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Ich habe mir heute übrigens wieder bei Amazon was bestellt. Nächstes Mal. Genau, ein 12er-Pack Wurstlöscher mit Kiba. Voll lecker. Ja, er hat keinen Bock auf uns. Und die sind beide wie down. Gucken wir uns mal ein bisschen den Spielplatz an. Und spielen. Schaukeln. Eigentlich nicht du, das Kind. Auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Quantic Dream hat er mit den 3 Spielen echt gute gemacht. Mal gespannt. Nach Detroit ist ja schwierig, noch sowas zu machen, was richtig gut ist. Dann auf der PlayStation 5. Nochmal bessere Grafik ohne Ladezeiten. Ach komm! Muss ich mal. Du schaust dich ja gar nicht an. Ja doch, warte, ich hab falsch gedrückt. Ah. X. Loslassen. Reicht das Stick nach unten. Los, Dad. So schnell wie du kannst. Nochmal reicht das Stick nach unten. Wie viel Spaß kleine Kinder daran haben, wenn der rechte Stick nach unten gedrückt wird. Wer wollte sich denn als Kind auch? Wer wollte denn immer einen Überschlag machen mit der Schaukel als Kind? Ich wollte das immer machen. Ich wollte immer so hoch schaukeln, dass ich einmal rumkomme. Das war cool. So bei Edith Finch, ne? Mit der Schaukel, das ist auch voll krass. Da schaukelt sie ja richtig hoch. Ja, das war cool, oder? Was machen wir jetzt? Vielleicht mal andere Kinder in die Pfütze schubsen? Ist doch auch lustig zum Zugucken, oder? Na, hier kommen die Spinke aus der Pferdchen. Magst du nicht auf Pferdchen? Den leider nicht anklicken. Hallo, was macht ihr denn da? Lenard? Gibt ja nichts, was sie isst. Ich esse so viel. Du isst nichts. Hallo? Gib dir doch mal Mühe, genau. Döner-Teller. Seit wann muss man in dem Alter mit der Schaukel angeschubst werden? Ah. Ich glaube, das geht einfach darum, dass er ein bisschen Spaß hier hat. Ich glaube, müssen tut das nicht.
Gucken, ob wir hier noch irgendwas anderes mit dem können. Ja, warte, komm, wir schaukeln. Bitte. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seinem. Aber das ist doch viel zu schwer. Hast du Lust? Ja. Und dieses Drehding, was ihr da im Hintergrund seht, das habe ich immer gehasst, ey. Ich bin voll schwindelig geworden. Übel ist mir da richtig gut. Guck mal, was ich jetzt drücken muss. Komm, ich muss aufpassen. Lass mich fliegen. Lass mich fliegen, kein Problem. Ich gleich hier runter. Aber auch eine geile Wippe. Oh, wie kurz sie ist und die knarzt total. Guck mal, im Hintergrund ist ein bisschen Regenbogen. Was ist am Kopf jetzt? Auf die Fresse! Komm, machen wir mal das Kotzding hier. Oh, das ist nichts für mich. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Nicht drauf bleibst oder dass du kotzen musst? Geh weg! Dann geh doch auch drauf. Eben? RB. Was ist nochmal RB? Das erste, ne? LB? Los, Dad! So schnell wie du kannst! Schneller! Schneller! Na los! Ja, da würde ich schon kotzen. Gut sieht die Winnie heute wieder aus. Danke, Käse. Käse so charmant wie immer. Ja, das ist mir schwindelig. Ja, kann ich verstehen. Ein gutes Astronautentraining. Oh, ich meine, er gibt sich ja echt Mühe, ne? Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Weiß ich nicht. Macht das Spiel hier nochmal einen Cut jetzt? Ich kann auch nicht. Sprache, Schwierigkeitsgrad, Steuerung, Audio, Grafik zurück zum Hauptmenü. Ich kann nicht speichern. Und ich sehe auch überhaupt kein Symbol, wann der speichert. Gar nicht. Ich sehe auch kein Ladesymbol weißt oder du, sowas. Manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Wo Kameraführung? Wieso lässt du mich nicht mit dem rechten Stick die Kamera führen spielen? Das ist ein großes Manko für mich hier. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und ich dachte, wir wollten gehen. Die Karte. Naja, ist ja überdacht, das Pferd, ne? Eine Karte. Einmal. $1. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Ja. Okay, er kriegt wieder ein Flashback. Da weigere ich mich aber. Wo weigerst du dich? Uff, weiß auch nicht. Soll man nicht fallen lassen. Gut, dass ich gerade 3 Knöpfe gleichzeitig gedrückt habe, vor Panik. Ich habe gerade beide Trigger nach rechts gedrückt und das Steuerkreuz habe ich auch noch danach nach rechts gedrückt.
Nummer zu Nummer, Vorsicht. Ach, nicht wieder. Sean! Nicht wieder, Sean, Sean. Und wie gerade Jason, Jason. Jetzt haben wir das mit Sean. Tut mir leid, Leute. Ihr werdet jetzt wieder ein paar Mal Sean hören. Sean! Alter, das war knapp. Sean! 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 Ich würde so gerne die Kamera drehen. Der guckt schon mal kein Fernsehen. Sind wir bei ihm im Zimmer. Da hat er Pech, ne? Ein Kind wird erst überfahren. Und mein Kind ist weg. Tja, was machst du da? Boah, hast du noch einen Blackout? Da hat ein Origami-Tierchen in der Hand. Ja, Leute, das war jetzt eigentlich die ganze Vorgeschichte. Lenny ist schon angekommen. Ja, ich hoste auch gleich rüber. Aber lasst mich das mal kurz ein bisschen anschließen. Keine Sorge. Wir haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Also ich hoffe mal, dass das jetzt ein Speicherscreen ist. Würde gut passen. Dann könnte ich euch nämlich rüber hosten. Okay, nur noch die ja schon. Liegt diesmal an der PS4. Noch am Umflackern. Wie gesagt, das war jetzt eigentlich nur noch die ganze Vorgeschichte, ne? Wir wissen halt, dass ein Origami-Killer unterwegs. Der erste Sohn ist vom Auto überfahren worden. Zweiter Sohn ist verschwunden und wir haben ein Origami-Tierchen in der Hand. Und wissen wir jetzt wohl. Nächsten Samstag werden wir uns dann weiter auf die Suche machen nach unserem Sohn schauen. Machen. Und ja, werde ich einen Cut machen. Ich hoffe, dass das jetzt gerade zum Speichern gezählt hat. Ja, Fortschritt seit dem letzten Speichern gehen verloren. Fortfahren. Ja, ich weiß ja nicht, wann du speicherst, Spiel. Okay. Fortsetzen. Willkommen. Okay, wir starten nächstes Mal am Polizeipräsidium. Sieht so zumindest aus. Kapitel, kann ich die schon anwählen? Prolog haben wir schon gespielt, Einkaufszentrum haben wir schon gespielt, Vater und Sohn. Den Kopf haben wir schon gespielt, Tatort haben wir schon gespielt, Theater, Park, ist schon. Ja, und hier haben wir jetzt aufgehört. Oh, guck mal, wir haben schon einige Kapitel geschafft. Aber das Spiel geht noch einige. Also, ich denke mal, so 2-3 Streams wird das noch dauern, weil samstags habe ich ja nur 2 Stunden. Aber dann nächsten Samstag werde ich es auf den Montag legen. Nur halt Montag nicht, da machen wir Special Stream. So, Spiel verlassen. Poste euch jetzt gleich rüber, wenn ich auf Spiel verlassen kommen würde. Möchten Sie, mein Gott, es wird wirklich rot. So, möchten Sie wirklich verlassen? Ja. Das Rote hat mich beeinflusst. So, bleib jetzt auf Ja, danke. 4 Errungenschaften habe ich denn? Mein Gott, 4. Das ist 4 von 56. Naja. So, Leute. Ich ruf's euch jetzt rüber zum Danny. Da geht's weiter mit Bioshock Infinite. Da freue ich mich schon drauf. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen was zu essen machen. Dann werde ich auch da sein und zuschauen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bei mir geht's dann am Montag weiter. Und ja, wie gesagt, Prost kommt, bleibt dran. Bis gleich beim Danny im Stream. Und danke, dass ihr so fleißig dabei gewesen seid. Bis dahin. Ciao, ciao.